Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen, die heute da sind. Ich freue mich, hier zu stehen, und das ist ein Privileg, dass ich wirklich heute predigen darf. Ich freue mich sehr. Irgendwie nimmt man oft die Sachen, die man schon lange hat, oder die Möglichkeiten, die man immer wieder bekommt, als etwas Selbstverständliches an. Und oft neigt man dazu, undankbar zu werden. Man sagt dabei, das ist normal, dass ich diese Möglichkeit habe, oder das ist selbstverständlich, dass ich die und die Sache besitze. Man gewöhnt sich dran. Das ist selbstverständlich, das gehört zu meinem Alltag. So, die Brüder, die Schwester braucht die Übersetzung. Das ist selbstverständlich, das gehört zu meinem Alltag, dass ich etwas besitze, dass ich etwas habe. Man gewöhnt sich dran. Und wir sollten uns vor kurzem bewusst darauf konzentrieren, dass wir dankbares Herz haben. In den letzten 2 Jahren haben wir es doch gelernt, das zu schätzen, was vor der Pandemie als etwas Selbstverständliches angenommen wurde. Wir haben es gelernt, das zu schätzen. Und dafür bin ich Gott dankbar, dass wir dieses Gefühl der Sicherheit nicht mehr so intensiv in unserer Gesellschaft haben. Weil das Gefühl der Sicherheit ist eigentlich nicht richtig. Und das entspricht nicht der Realität. Und dafür bin ich Gott dankbar. Das ist nur eine Illusion, dass wir in der Sicherheit auf der Erde leben. Wir leben auf der Erde, die voller Sünden ist, mit Krankheiten und Ungerechtigkeiten. Das ist die biblische Sicht auf die Welt, auf die Erde, dass diese Welt gefallen ist. Die letzten Ereignisse haben den biblischen Blick auf die Erde und auf die Welt nur bestätigt. Nicht so, dass die Bibel eine Bestätigung braucht, aber das ist auf jeden Fall für uns einfacher geworden, diesen biblischen Blick auf die Erde zu haben. Man hat gewisse Beispiele vor den Augen, wo man viel Ungerechtigkeit sieht. Wir als Christen haben das Abendmahl viele Male gefeiert. Und ich ertappe mich bei dem Gedanken, wie ich das erste Mal gewesen ist, als ich zum ersten Mal das Abendmahl gefeiert habe. Sofort nach der Taufe hatte ich alle Gefühle frisch. Die Teilnahme an dem Abendmahl war etwas Neues, war etwas Besonderes. Und im Laufe der Zeit wurde das Ereignis mir bekannt. Ich weiß, wie das Ganze abläuft. Und die Gefühlebene war nicht mehr so intensiv. In den Vordergrund rückte das Verständnis davon, was Jesus am Kreuz getan hat. Meine Sicht auf das Abendmahl wurde reifer. Hier ist der Punkt. Wir sollen in der Erkenntnis Gottes Gnade wachsen, weil unsere Gefühle irgendwann nachlassen werden. Und diese werden entweder mit den neuen Gefühlen ersetzt, die aus dem tieferen Verständnis generiert werden, oder man bleibt im geistlichen Sinne, im geistlichen Leben stehen, man wächst nicht mehr. Der Apostel Paulus sagt uns, dass dieser Zustand falsch ist. Er sagt, ihr sollt schon die Lehre werden, aber ihr seid immer noch geistliche Babys. Ihr müsst immer noch getragen werden. Der Wille Gottes ist aber, dass wir geistlich wachsen und zu den Gliedern werden, die etwas für das Reich Gottes tun können, im Heiligen Geist. Der Text, der heute von uns betrachtet wird, berichtet uns über unsere Hoffnung. Wir Christen haben die lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Das ist unsere Motivation, das ist unser Trost.
Und beim Abendmahl sollen wir daran denken. Lasst uns den Text lesen, 1. Thessalonicher, Kapitel 4, von Vers 12 bis 24. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. So wird Gott euch auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Engels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. An dieser Stelle bleiben wir stehen. So tröstet nun einander mit diesen Worten. In dieser Gemeinde waren Leute, waren Christen, die gestorben sind. Und das sind die ersten Christen. Jesus Christus ist auferstanden. Und circa 500 Jünger haben ihn in diesem Zustand gesehen. Sie haben gesehen, dass er auferstanden ist. Und dann ist Jesus in den Himmel gegangen. Er war weg und er hat den Auftrag gegeben, dass die Menschen in die Welt gehen und die frohe Botschaft bringen, das Evangelium weiterbreiten. Darüber sollen sie erzählen, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Das war die Botschaft von diesen Menschen. Und allmählich kam es dazu, dass einige von diesen Menschen, von diesen Christen, gestorben sind. Und dann haben sie sich gefragt, wie kommt das zusammen? Eigentlich hat Jesus gesagt, dass er jetzt zu dem Vater hingeht und dann kommt er wieder. Er hat gesprochen über seine Wiederkunft. Und jetzt ist er weg. Und einige von uns sind schon gestorben. Sie haben sich diese Fragen gestellt und sie wollten eine Erklärung. Und der Apostel Paulus, er hat ihnen erklärt, ja, Jesus hat gesagt, dass er wiederkommt, aber er hat nicht gesagt, dass er da und dann kommt. Er hat den Zeitpunkt nicht erwähnt, sondern er hat gesagt, dass dieser Tag nur Gott, der Vater, kennt. Und das war die Erklärung. Und dann hat er gesagt, so hat Jesus es gemeint. Die Menschen haben sich gefragt, okay, und was passiert mit diesen, die schon jetzt gestorben sind? Was passiert mit denen? Okay, Jesus kommt auf die Erde und er wird uns zu sich nehmen. Aber was ist mit den Menschen, die schon vor uns gestorben sind? Und dann erklärt der Apostel, sie werden nicht einfach verschwinden. Ihre Körper, sie werden auch auferstehen. Und wie Gott damals im Garten Eden die ersten Menschen aus den Elementen, aus der Erde gesammelt hat und geschaffen hat, so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass Gott auch diese Menschen aus der Erde zu sich nimmt. Und dann die Menschen, die zu diesem Zeitpunkt auf der Erde leben, sie werden sich verändern und sie werden zu Gott genommen. Das ist die Erklärung und das ist der Hintergrund von diesem Text. Der erste Vers, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und der erste Punkt, den wir heute gerne mitnehmen können,
sagt uns, wir als Christen haben die Hoffnung von Gott. Wir haben diese Hoffnung. Bei uns in der Gemeinde, wenn ein Mitglied stirbt, sagt man, dieser Bruder oder diese Schwester in Christus ist heimgegangen. Ist heimgegangen. Wir vermissen zwar diese Person, aber wir reagieren anders als Menschen, die an die Ewigkeit nicht glauben. Wir werden nicht traurig. Wir werden nicht traurig, wenn wir wissen, dass die Generationen der Christen nach ihrem irdischen Tod nicht verschwinden, sondern, wie es hier geschrieben steht, entschlafen. Was heißt das, entschlafen? Das heißt, dass diese Christen bis zu einem bestimmten Punkt in der Erde sind, als ob das ein langer Schlaf wäre. So wird das erklärt. Sie sterben nicht für ewig, in anderen Worten. Sie sterben nicht für ewig. Sie warten eine bestimmte Zeit ab und dann werden sie wieder lebendig. Diese Hoffnung gibt uns die Schrift. Das ist die Hoffnung. Der Unterschied zwischen der Hoffnung und dem Selbsteinreden ist sehr, sehr groß. Bei der Hoffnung nimmt man die Realität wahr. Man versucht nicht in die Welt der Fantasie wegzurennen und sich selber einzureden, dass alles gut ist. Nein, die Hoffnung sieht ganz genau, wie traurig die Situation ist, wie traurig die Lage ist. Aber bei der Hoffnung erwartet man, dass dieser traurige Zustand irgendwann zu Ende ist, nicht immer so bleibt, weil es dafür gute Gründe gibt. Die Brüder von Josef, sie haben eine schlimme Lage gehabt, sie haben kein Brot gehabt. Und dann haben sie gehört, es gibt doch Brot in Ägypten. Und dann haben sie es gehofft, dass sie jetzt losgehen können und das Brot holen können. Das war die Hoffnung im biblischen Sinne, dass sie jetzt motiviert sind. Es gibt bestimmte Gründe dafür. Und die Hoffnung, die hier vermittelt wird, ist nicht blind. Das ist die Hoffnung mit guten Argumenten. Jesus Christus ist selber auferstanden. Und er sagt, diese Auferstehung werdet ihr auch erleben. Und beim Selbsteinreden versucht man, an das Schlimme nicht zu denken. Wir können so eine Art von dem Selbsteinreden in der Gesellschaft sehen, wenn man über den Tod nicht nachdenken möchte. Man versucht, auf dem Friedhof nicht zu sein. Man versucht, über irgendwelche schlimmen Krankheiten nicht zu sprechen, als ob man ewig bleiben wird, als ob sowas nie passiert. Also man versucht, das irgendwie von dem Tisch wegzuwischen. Das ist Selbsteinreden. Und die Hoffnung, die akzeptiert die Realität, aber man hat gute Gründe zu hoffen, dass dieser Zustand irgendwann vorbei ist. Der zweite Punkt: Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Auf einer Seite sehen wir, mit Christus haben wir eine Hoffnung. Auch nach dem Sterben, auch nach dem Tod. Ohne Christus wird man traurig. Man hat eine gewisse Hoffnung. Man hat eine gewisse Hoffnung, vielleicht für diese Woche, dass man eine gute Arbeitsstelle hat. Vielleicht geht es dir jetzt gut. Und du kannst hoffen, dass du vielleicht in den nächsten Jahren wieder in Urlaub fahren kannst. Das freut uns alle. Aber das ist nicht die Hoffnung, über die hier berichtet wird. Die Hoffnung, die hier erwähnt wird, bezieht sich auf den Tod, bezieht sich auf die Auferstehung, bezieht sich auf das Gericht Gottes, das nach dem Tod kommt. Und wenn Menschen Jesus Christus nicht angenommen haben, dann haben sie diese Hoffnung nicht. Wenn ein Christ stirbt, dann bleiben die Freude und die Hoffnung. Wir freuen uns, dass die Person Jesus Christus als Retter kennengelernt hat. Warum ist das wichtig? Weil Jesus der Richter aller Menschen sein wird. Das ganze Gericht der Menschheit gehört ihm. Wer ist dieser, der die ganze Welt richten wird? Wer ist dieser? Warum hat dieser Jesus das Recht, alle Menschen zu richten? Wenn du die Antwort nicht weißt, dann solltest du jetzt genau zuhören. Jesus wird alle Menschen richten. Alle Generationen seit dem Anfang der Welt bis zum Ende der Welt.
Kennst du diesen Richter? Und wir lesen eine Stelle dafür. Kapitel 5, Johannes Kapitel 5, Verse von 21 bis 23. Hier steht geschrieben: Denn wie der Vater die Toten aufweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. So steht es in der Bibel. Jesus Christus ist der Richter für die Welt. Gott, der Vater, hat ihm das Gericht übergeben. Heute feiern wir das Abendmahl. Wir erinnern uns an das Werk, an das Heil, was Jesus gebracht hat. Der ewige Richter war auf dieser Erde. Er hat die bösen Taten der Menschen ganz nah gesehen. Diese Menschen haben den ewigen Richter gequält und getötet. Aus Neid, aus ihrer Ungerechtigkeit, aus ihren bösen Taten. Jesus hat es Menschen zugelassen, das mit ihm zu tun. Und der Richter für die Welt stirbt für die Menschen, die eigentlich unter diesem Gericht stehen. Das ist das Bild, das unglaubliche Bild, das die Bibel uns darstellt. Und da auf Golgatha waren unterschiedliche Gruppen von Menschen. Die Pharisäer haben ihren bösen Sieg gefeiert. Die Jünger Jesu haben ihre Niederlage am Kreuz gesehen. Die Soldaten haben einfach ihre Arbeit gemacht, aber keiner hat wirklich das verstanden, was da passiert ist. Jesus Christus, Gottes Sohn, hat da das Gericht Gottes als Mensch auf sich genommen. Jesus Christus hat das Gericht auf sich genommen. Und wir lesen noch eine Stelle. Ich schaue auf die Uhr und ich merke, dass ich nicht alle Bibelstellen so wirklich komplett nehmen kann, wie ich mir das vorgenommen habe. Und deswegen nehmen wir nur einen bestimmten Vers. Johannes Kapitel 3, Vers 17. Vers 17 bitte. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. So sagt uns die Bibel. Zum ersten Mal ist Jesus auf die Erde gekommen, nicht als Richter. Er ist gekommen, um zu retten. Aber irgendwann kommt das Gericht, das Gott vorbereitet hat. Und da werden alle Taten von den Menschen betrachtet. So, heute können wir vielleicht die Videos drehen und in den nächsten Jahren können wir nachschauen, was da passiert ist. Ungefähr so wird das bei diesem Gericht sein. Alle Taten, alle Worte, alles, was getan wurde auf dieser Erde, wurde aufgenommen. Und irgendwann beginnt das Gericht, wo Gott alle Menschen richten wird. Er wird wirklich nach ihren Taten, nach ihren Worten diese Menschen richten. Und da wird jeder Mensch verurteilt. Da bekommt jeder Mensch, da wird jeder Mensch zu einem Verbrecher. Verbrecher des Gesetzes Gottes. Wir können diesen Richter nicht bestechen. Und dieses Gericht ist unvermeidbar. So sagt uns Gott. Und das ist wichtig zu verstehen. Jesus ist gekommen als Retter. Er ist gekommen auf die Erde, um die Menschen zu retten. Aber irgendwann kommt das Gericht. Und wenn wir über die Auferstehung sprechen, dann sprechen wir, dass alle Menschen irgendwann auferstehen. Aber dann werden die Menschen, die an Jesus nicht glauben, auferstehen zum Gericht. Und diejenigen, die an Jesus glauben, sie werden nicht gerichtet. Sie kommen in den Himmel, sie kommen zu diesem Fest, was Jesus vorbereitet hat. Und das haben wir auch in dieser Stelle gelesen. 1. Thessaloniker.
Und die Bibel sagt uns, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir können uns mit diesen Worten trösten, dass Jesus auferstanden ist und dass seine Auferstehung und seine Errettung, was er alles gebracht hat, uns auch lebendig macht. Und wenn ich jetzt die Stelle aus Lukas lese, dann sagte Jesus, dann ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Diejenigen, die Jesus angenommen haben, sie werden da sein, bei diesem Fest. Also Jesus sagt, irgendwann kommt dieses Fest. Und ich werde das vorbereiten und bis dahin warte ich auf euch. Das ist die Botschaft, die Jesus Christus uns gegeben hat. Die Christen können einander trösten mit diesen Worten. Meine Frage an dich, hast du diese Hoffnung? Diese Hoffnung ist jetzt offen. Das Gericht ist noch nicht da. Alles, was hier abläuft auf der Erde, das verursachen wir selber. So, die Menschen streiten sich, es gibt Kriege, es gibt natürlich Krankheiten, die auch aus dem Sündenfall sozusagen die Quelle haben. Wir werden noch nicht gerichtet, aber irgendwann kommt es zum Gericht. Und Jesus, er wurde zu einem Menschen, damit er dieses Gericht auf sich nehmen konnte. Nur der Mensch musste gerichtet werden. Deswegen ist Gottes Sohn zu einem Menschen geworden. An dieser Stelle wollen wir jetzt aufstehen und ich bete.